Ja. Auf den Kopf hauen wollen. So, dann tun wir die auch wieder nach unten. Das tun wir hier rein. Lass mich runter. So. Zack. Schalten wir das wieder ein. Tun dann noch einmal Kohle rein. Weil ich will doch nur. Ich will doch nur Öl haben. Mensch, ja. Die Eimer tun wir wieder darüber. So. Das tun wir mal da rein, den Dirt packen wir mal weg, das Holz tun wir mal weg. Das tun wir mal weg, das tun wir wieder in die Werkzeugkiste zurück. Stack lassen wir da, die Pfeile tun wir auch wieder darüber. Ja, und die Katze schreit im Hintergrund. Miau. Die spielt schon wieder Scheibenputzer. Jackie, was tust du da? Komm mal her, Maus. Ja, willst du auch mit ins Video? So. Können wir die noch schnell mal voll machen? Die auch. Gut. Haben wir jetzt genug Öl? Wir haben eine Ölkanne gekriegt. Hooray! Und jetzt können wir endlich dieses Ding machen. Ja, Gott sei Dank. Crafte mir das bitte. Hallo? Ah, okay. Puh, jetzt dachte ich schon, das spinnt wieder rum. Aber das dauert, oder? Ja. Das dauert ein wenig lange. Na komm. Ich will haben. Gib mir. Ach ja, dann warten wir halt noch ein bisschen. Ist da noch was drin? Ja, können wir da mal jetzt reinschieben. Gut, im Grunde kann ich jetzt alle Melonsamen, die ich, also alle Melonen, die ich kriege, da drin verarbeiten. Nicht Melone, Kürbis, Kürbis meine ich. So. Zack. Können wir die zwei nämlich schon mal da rein tun. Unten. Na, so. Zack. Macht er dann gleich weiter? Ich glaube schon. Ja, macht gleich weiter. Und du bist gleich fertig. Wunderbar. So, und daraus können wir dann endlich unser, na, Dingenskirchen. Unseren Bienenstock basteln. Was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Was kann ich eigentlich mit Zombie Brain machen? Weiß das Spiel irgendwie auch nicht. Okay. Ich habe sogar noch einen Wassereimer über. Der Marvel kommt eigentlich darüber. So. Bist du fertig? Nein, immer noch nicht. Uiuiui. Dann brauche ich mal Samen. Ah ja, der ist fertig. Gut, dann kann ich den erstmal ausschalten. Das Rezept mache ich jetzt hier wieder raus. So. Jetzt. Wie ging noch mal das, na? Genau, ich brauche normale Planks mit drei Slabs. 1, 2 müsste reichen. Oh Quatsch, noch mehr. So.
Und dann brauche ich 3 Slabs. So, und das war dann... wo habe ich jetzt die Maschine? Habe ich mitgenommen? Ah, die habe ich wieder ins Inventar gelegt unten. Gut. So. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Yay, wir haben unseren, ups, Bienenstock. So, und jetzt geht nämlich das Interessante los, oder das Komplizierte los. Nämlich, wir gehen ins Bett. Wie die Tage hier in Minecraft vergehen, das ist der Wahnsinn. So. Bevor wir jetzt anfangen, bin ich mal wie immer so dreist, so wie ihr mich kennt, und werde eine rauchen. Kinder, das ist gefährlich, macht das nicht zu Hause nach. So. Wir werden unseren Bienenstock jetzt einfach mal hier aufstellen. Und ich bräuchte Blumen, genau. Jetzt weiß ich nämlich, warum ich die aufgehoben habe. Weil diese Bienenstöcke brauchen nämlich in einem gewissen Radius Blumen. Ich bin jetzt aber zu faul, mir diesen Bee-Analyzer zu machen. Und zwar ist der dafür da, um diese Bienen zu analysieren. Weil die haben verschiedene Eigenschaften. Darum hole ich jetzt noch ein paar andere Flowers. Ups. Und werde die darum verteilen und hoffen, dass die Bienen, dass denen das gefällt. Und dass die mir Honig produzieren, damit ich endlich mit diesen verdammten Rohren anfangen kann. So. Weil ich glaube sogar, je mehr Blumen in der Nähe sind, umso mehr oder umso schneller. Ups, das sieht doof aus. Machen wir es so. Umso mehr produzieren die auch. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber gut, das langt. So, jetzt nehmen wir nämlich unsere Prinzessin und die Drohne und tun die zusammen und dann kriegen wir nämlich ta-ta-ta-ta, eine Queen. Und die arbeitet jetzt. Ihr seht jetzt hier diese Partikelströme. Und so wie es aussieht, gefällt das. Oh, okay. Also wir sind im richtigen Biom. Wir müssen immer aufpassen, wo wir die Bienen herhaben. Weil es gibt Eisbienen, Dschungelbienen, sogar für die Wüste. Und die müssen dann auch in diesem gleichen Biom aufgestellt werden. Weil sonst... ich glaube, sterben die. Ja, müssen wir gucken. Also, das läuft jetzt durch. Dann kriegen wir Honig. Die Queen stirbt. Und wir kriegen hoffentlich eine Princess und eine neue Biene mit dazu. Müssen wir mal gucken. Die müssen wir dann wieder paaren und so weiter. Aber wir kriegen so unseren Honig. So, hätten wir die erste Hürde schon geschafft. Hoffe ich. Ich hoffe mal, dass das schnell geht. Ich habe es nur mal kurz ausprobiert. Wie sieht es hier aus? Wir könnten eigentlich mal eine Runde minen gehen, weil ich brauche Erze. Und zwar gehen wir dann in die Mine hinten, wo ich beim Quarry gesehen habe, weil das kann ja allein gelassen werden, im Grunde, glaube ich. Halt, da hinten haben wir nochmal Kürbisse! Juhu! Zack, aber das ist auch schneller geworden, oder? Mit der Chainsaw. Das Abbauen. Irgendwie. So. Sollten wir das Öl nochmal brauchen, haben wir jetzt eine schöne Seed Farm, weil mit den normalen Seeds ist das immer ein bisschen doof. So, das lassen wir aber ausgeschaltet. Ja, genau. Das muss jetzt nicht produzieren, weil wir haben ja jetzt unseren Bienenstock. Wir können irgendwann mal so eine richtige Zucht aufbauen, aber das später. Okay, das dauert jetzt eh. Dann würde ich sagen, ich habe mein Bedpack dabei. Die Zellen. Ja, wo gehören die Zellen hin? Die gehören eigentlich zu Forestry. Egal, ich tue die jetzt mal hier rein. Das tue ich auch mal weg. Stimmt, was ist hier eigentlich aus unseren Bällen geworden? Ups. Kurz den Diamanten noch reinschmeißen. Dass wir einen Diamanten kriegen. Dum, 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 dum. Zack. Dann, wenn wir heimkommen, ist unser Diamant da. Wir haben Fackeln dabei, wir haben was zu essen dabei. Okay. Gut, dann auf geht's. Hui. Da hinten war nämlich der Eingang der Pumpe, richtig. Und dann, also jetzt nicht ganz nach unten, sondern auf halber Höhe.
Uiuiuiui, hier, genau, hier meinte ich. Weil da ist nämlich Erz. Und Uran. Ui, sogar mehr nebeneinander. Cool. Ach, jetzt habe ich vergessen, Kobbel mitzunehmen. Na, obwohl, wir werden, glaube ich, genug finden. Da ist wieder unser Cheat-Erz, unser Aluminium, wo man durchgucken kann. Aber das interessiert mich nicht wirklich. So, ui, da ist Eisen. Eisen ist auch immer gut. Zack, ich sollte vielleicht mal das Jetpack ausziehen, sonst sterbe ich noch irgendwann. Ups. Zack. Du, Fackel, bist unpraktisch platziert. Nein! So. Das nehme ich noch mit. Da vorne war Eisen, genau. Ich hoffe ja vielleicht noch ein bisschen was anderes zu finden. Was ist das? Sophia. Tudding. Gibt wieder Erfahrung. Ich sollte mich doch mal mit Zaubertischen in beschäftigen. So ein klein wenig zumindest. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe, weil... Ah, Moment, von hier... Ah, okay, jetzt kenne ich mich aus. Da geht's rauf zu unserem Haus. Und hier, okay. Also kann ich eigentlich in die Richtung gehen, dann kann ich mich nicht verlaufen. Gut. Weil ich habe da nämlich nur ausgeleuchtet, damit mir keine Viecher mehr spawnen oder nicht mehr so viele. Genau, das brauchen wir auch. Da ist noch ein bisschen dunkel. So. Ich nehme das jetzt auch einfach mal mit, weil, wie gesagt, in der neuen Version hoffe ich, einiges damit anstellen zu können, was ich da so gehört habe. Dieses Monazit ist das. Genau, da muss ich auch nochmal gucken, für was das ist. So, hier ist sonst... Halt, da ist Eisen. War's schon. Warte mal, eine Fackel hin. Moment mal, die Fackel tun wir mal darüber. So, muss ich nicht so weit scrollen. Halluluminium. Zack. Jetzt haben wir hier noch Kupfer, genau. Ja, Themen. Ich wollte mir eigentlich ein Thema überlegen für sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen. Ne. Meinen gehe. Weil es ja doch ein wenig langweilig sein könnte. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mir kein Thema überlegt. Ja, ich bin so unvorbereitet. Hier ist nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, worüber ich mit mir selber diskutieren soll, weil... Ja... Es ist immer schwer, irgendwas zu nehmen, was euch interessiert. Ich weiß nicht, also Kahn redet ja sehr viel in seinen Folgen über was hat er geredet. Genau, wo wir den Livestream hatten, zum Beispiel über den Sinn des Lebens oder über Schicksal hat er geredet. Dann, ja, so Sachen wie... Was war beim letzten Mal? Rechtschreibung, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Rechtschreibung hat er geredet. Dann, ja, das ist, ich meine, das sind alles Themen, kann man sich natürlich kaputt diskutieren. Es gibt viele Sachen, worüber man sich kaputt diskutieren kann, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich erzählen soll, weil, ja, das ist schwierig. Schwieriger Ansatz. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ich bin jetzt kein großartiger Philosoph. Ja, okay, gut. Da würde mir jetzt Kaden wahrscheinlich eiskalt widersprechen, dass ich so viel philosophieren kann, dass ihm die Ohren bluten. Oder auch andere Menschen und Leute, die mich kennen. Dass ich das sehr, sehr gut kann, manchmal.
oft. Und aber ja, ich müsste, yay, Level Up, ich müsste irgendein Thema haben.